Heute zeige ich euch, wie ich bandagiere. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert und hält. Und ich gebe euch auch ein paar Tricks. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier seht ihr, packe ich erstmal die Bandagierunterlage dran. Ich habe jetzt erstmal mit hohen Bandagierunterlagen gearbeitet. Und ihr könnt mit oder ohne ganz genau gleich bandagieren. Also ich lege immer erst die Bandagierunterlage an. Da gibt es eigentlich kein falsch und kein richtig. Nur finde ich, sollte es immer nach außen hin enden. Dann lege ich, wie ihr auch gesehen habt, die Bandagierunterlage, die Bandage so an, als würdet, also ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr schwimmen. Heißt, innen geht es von hinten nach vorne und außen geht es von vorne nach hinten. Und dann wickele ich einfach im gleichmäßigen Tempo runter, also Abständen runter, und dann gehe ich auch wieder einfach hoch. Und ihr müsst einfach den perfekten Druck rausfinden. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Es sollte nur fest genug sein, dass es nicht rutscht, aber auch nicht so feste, dass ihr nachher das Blut abschneidet. Hier seht ihr es dann noch einmal. Und ja, auch ich habe manchmal meine Probleme mit der Bandagierunterlage. Manchmal muss man einfach erstmal den Punkt finden. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass kein Knuddels da entsteht, weil sonst kann das nachher auf dem Bein drücken und das wollen wir natürlich nicht. Ich setze auch immer so relativ weit in der Mitte an, eher ein bisschen höher, und wickele am Ende lieber oben nochmal ein bisschen nach, weil ich oben meistens was übrig habe und dann gibt es ja keinen zu dick und zu dünn oben oder unten. Dann ist es schön gleichmäßig. So, das war jetzt die Variante mit den hohen Bandagierunterlagen. Jetzt zur Variante mit den normalen Bandagierunterlagen. Wie gesagt, ihr könnt es auch ohne Bandagierunterlagen machen. Ich selber finde es aber 10.000 Mal besser mit Bandagierunterlagen. Einfach weil der Druck besser verteilt wird. Und ja, da ist mir gerade die Bandage runtergefallen. Das kann jedem mal passieren. Naja, jedenfalls wird da nicht nur immer eine Stelle betroffen, also am Anfang festgezurrt, sondern der Druck verteilt sich einfach perfekt und deswegen mache ich einfach lieber mit Bandagierunterlagen. Und die Bandagen sind dadurch langlebiger, weil sie nicht die ganze Zeit an den Haaren der Pferde dran vorbei schrapsen, sage ich mal. Und bei den tiefen, also bei den kleinen Bandagierunterlagen, wickele ich meistens die ganze Bandagierunterlage ein sozusagen. Und dass ich unten diese weiße Stelle gelassen habe, stört mich jetzt auch auf dem Video, aber habe ich irgendwie nicht bemerkt. Hier seht ihr es dann nochmal vorne. Und dann mache ich es genau gleich. Ich lege erst die Bandagierunterlage so an, dass ich innen das unten habe und das, was nach außen kommt, ist halt einfach oben sozusagen. Und ja, es läuft eigentlich immer genau gleich ab. Da gibt es keine riesen Unterschiede, ob mit oder ohne Bandagierunterlage, ob mit großer oder kleiner Bandagierunterlage. Nur sollte man wie immer auf den Druck aufpassen und das kriegt man auch mit der Zeit hin. Man weiß auch irgendwann, wie man die Bandage ansetzen muss, dass alles perfekt passt. Und ja, das Einzige, was ich nicht immer hinbekomme, ist, dass der Klett wirklich außen ist. Aber das ist auch keine Katastrophe. So, hinten gibt es dann den kleinen Trick, den Schweif einzuknoten, damit man einfach besser ans Bein drankommt. Ist auch nichts Kompliziertes. Und hinten läuft es eigentlich genauso ab wie vorne. Nur, dass man hinten in größeren Abständen runterrollen muss oder auch hoch, weil das Bein einfach dicker ist. Und ja, das ist aber die einzige andere Sache. Und ich bin auch ganz froh, dass Karasina da mal ausnahmsweise stillgestanden hat, weil normalerweise zieht die immer dann ihr Bein an und ich kann es dann im lockeren Zustand bandagieren und das ist echt schwer. Da seht ihr es nochmal auf dem
anderen Hinterbein. Und wie gesagt, läuft es immer gleich ab. Ich lege auch meistens den Anfang in die Mitte, also innen, an, weil ich einfach dabei gelernt, also so bei den Eskatron-Bandagen gelernt habe, dass die dann meistens außen enden. Auch nicht immer, aber meistens. I used to be a lover, now I'm a hater. My passion to succeed. So, und dann sind wir auch schon fertig mit den normalen Bandagierunterlagen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich es abmache. Ich mache es persönlich wirklich direkt vom Bein auf, weil ich das einfach viel, viel angenehmer finde, als es erst unordentlich abzumachen und dann irgendwie an der Stange festzumachen und dann aufzuwickeln. Ich finde, so geht es einfach viel schneller und ich kriege es auch fester aufgewickelt. Sonst wird es immer so locker und dann, also ich mag es lieber, wenn die Bandage fest aufgewickelt ist, damit man einfach direkt einen besseren Zug hat beim Bandagieren. Und eigentlich läuft einfach nur alles rückwärts ab. Und ist auch nicht kompliziert. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.